Alea jagte Est, die Würfel sind gefallen. Herzlich willkommen bei Masters of the Dice. Ich bin Jelil, seit meiner Jugend passionierter Pen-and-Paper-Rollenspieler, die meiste Zeit fungiere ich als Dungeon Master. Heute starten mit unserem ersten Beitrag zur Aktion RPG A Day, eine Initiative, die vor 8 Jahren zum ersten Mal ins Leben gerufen wurde und traditionell im ganzen Monat August stattfindet. Für jeden Tag gibt es ein Stichwort, an einigen Tagen sogar mehrere Stichwörter. Mittlerweile sind diese Wörter in 6 verschiedenen Sprachen publiziert. Die Idee dabei ist, dass Rollenspieler auf der ganzen Welt zu dem jeweiligen Wort einen Beitrag leisten. Wie kann dieser Beitrag aussehen? Das kann ein Text sein, ein Gedicht, eine Zeichnung oder wie hier von uns ein Video. Wir bei Masters of the Dice werden jeden Tag ein Video publizieren. Wenn du also keins verpassen möchtest, dann abonniere bitte den Kanal und aktiviere auch die Glocke. Herzlichen Dank schon mal dafür. Der heutige Begriff der Initiative lautet Szenario. Und dieses Wort hat seinen Ursprung aus dem lateinischen Scenarium, was so viel bedeutet wie der Ort, wo die Bühne errichtet wird. Schauen wir uns aber zunächst die in unserem aktuellen Sprachgebrauch gängigsten Bedeutungen dieses Wortes an. Zum einen fällt da ein die hypothetischen Varianten oder auch die Folgen für den Verlauf eines Ereignisses, für die Zukunft geplante, vorgestellte Umstände. In diesem Zusammenhang fällt der Begriff Worst-Case-Szenario ein, der relativ oft im alltäglichen Sprachgebrauch eingesetzt wird. Für uns Rollenspieler allerdings ist die folgende Definition, folgende Bedeutung des Wortes relevanter, nämlich der Entwurf eines Rahmens, in die das Geschehen eines Kunstwerks eingebettet wird. Dieses Kunstwerk kann zum Beispiel eine Geschichte sein. Es geht also um die Form, den Rahmen einer Geschichte, einer Story. Das ist gleichermaßen sehr wichtig für die Spielleiter auf der einen Seite und natürlich auch für die Spieler auf der anderen Seite, denn sie sind ja alle Bestandteil des Rollenspiels. Nun, dass es ein gutes Szenario ist, ist also für beide, für Spieler und für Spielleiter genauso wichtig, wobei selbstverständlich dem Spielleiter etwas mehr Verantwortung dabei zufällt. Wir wollen jedoch nicht den Fall betrachten des Kaufabenteuers. Da geht es zwar darum, das vorhandene Szenario so gut wie möglich zu präsentieren, das ist sicherlich auch eine schwierige und auch sehr wichtige Aufgabe, jedoch nicht damit zu vergleichen, wenn man selbst, also wenn ihr selbst ein Szenario entwirft. Nun, wie schreibe ich denn ein gutes Szenario? Das ist eine gute Frage und die beschäftigt sicherlich sehr viele Spielleiter da draußen immer wieder vom Neuen. Nun, es empfiehlt sich zu Beginn zu überlegen, in welchem Genre ich eigentlich unterwegs sein will. Lieber Fantasy, soll es lieber Thriller sein, Detektiv à la Sherlock Holmes, Horror à la Walking Dead oder Call of Cthulhu, Science Fiction wie Star Wars oder Star Trek, das ist die erste Entscheidung. Danach entwickelt ihr die Grundidee, die Inspiration, auf der das ganze Szenario aufbaut. Auch eine schon mal schwierige Aufgabe, eine Idee zu finden. Wenn ihr es gefunden habt, überlegt euch Storyforming auf der einen Seite, also was ich erzähle, und auf der anderen Seite, wie ihr etwas erzählt, nämlich das Storytelling. Der zweite Schritt zur Entwicklung eines guten Szenarios ist, eine Handlung zu haben und auch da einen roten Faden möglichst zu verfolgen. Es empfiehlt sich da, die 3-Akt-Regel der Dramaturgie einzusetzen, nämlich auf der einen Seite Einleitung zu haben, einen Hauptteil zu entwickeln und natürlich auch einen guten Schluss. Versucht auch dabei, einige Wendepunkte und Überraschungen einzubauen, um insgesamt der Handlung mehr Spannung beizugeben. Der dritte Schritt dann ist eine etwas detailliertere Arbeit schon, nämlich Szenen vorzubereiten. Das können so Schlüsselsituationen sein oder bestimmte Orte, die ihr euch ausdenkt, die eine tragende Rolle spielen wollen. Das kann man im Vorfeld schon mal vorbereiten, wenn sie eine wichtige Rolle im ganzen, in der ganzen Geschichte, in der ganzen Handlung spielen. Natürlich kann aber auch eine tolle Geschichte nicht leben ohne die Charaktere selbst. Das wäre der vierte Schritt, den ihr entwickelt. Zum einen die Protagonisten auf der einen und dann wiederum die Antagonisten auf der anderen Seite.
Hierbei empfehle ich euch schon besondere Eigenschaften sich zu überlegen. Also Merkmale, wie sehen sie aus, wie kleiden sie sich, also wie ist das Outfit, haben sie ein bestimmtes Verhalten, vielleicht auch eine Macke, eine Marotte, wie sprechen sie, die Art der Sprache, also jetzt nicht nur welche Sprache, sondern die Art der Sprache. Und versucht auch bestimmte Verbindungen zwischen den Charakteren zu erzeugen, auch zu transportieren, was deren Ideale sind, welche Überzeugungen sie haben, wofür sie einstehen. Und auch die Interaktion schon etwas zwischen diesen Charakteren vorbereiten. Und da sind wir auch, wenn es um Interaktion geht, beim fünften Schritt, nämlich die Dialoge vorzubereiten mit den Nichtspielercharakteren, mit den sogenannten NSCs. Einige zumindest vorzubereiten für Schlüsselsituationen empfiehlt sich. Diese fünf Punkte sollen jetzt nur als Einstieg dienen. In das Thema Szenario schreiben können wir natürlich noch viel, viel tiefer einsteigen. Das wird aber den Rahmen für dieses Video, das der Initiative RPJ gewidmet ist, sprengen. Wenn ihr aber Interesse habt an einer Vertiefung und oder auch eigene Ideen habt, dann schreibt es doch bitte einfach in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Beitrag und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unserem Discord-Server beitretet, denn dort können wir viele interessante Diskussionen führen, sie weiter vertiefen. Auf dem Discord-Server ergeben sich auch Spielrunden, die wir planen und durchführen. Die Adresse des Discord-Servers findet ihr auch in der Beschreibung des Videos. Abschließend würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in diesem Fall auch einen Like dalassen könnt und dieses Video auch gerne in eurer Community teilt. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür und ich freue mich, euch beim nächsten Video zu sehen. Euer Gene von Masters of the Dice.